Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, den Witz muss ich einfach bringen, geht's um die Wurst. Ja, also ja, auf jeden Fall geht's um die Currywurst, um genau zu sein. Nämlich teste ich heute eure Currywurst-Empfehlungen aus Berlin. 5 an der Zahl. Der erste ist schon hier hinten hinter dem LKW gerade zur Bratpfanne in Berlin-Steglitz. Eine Instanz, die glaube ich seit 1949, wenn ich mich richtig erinnere, schon hier ist. Und das soll dort sehr lecker sein. Wir starten direkt mit der ersten Currywurst. So, Currywurst Nummer 1. Ich muss sagen, hat ein bisschen gedauert, aber ist auch richtig voll hier. Und ist auch gerade Mittagszeit. Aber das tut eben gar keinen Abbruch, weil für eine gute Currywurst warte ich gerne ein paar Minuten. Ich würde sagen, bevor die kalt wird, ne, der Klassiker, einfach direkt rein. Schmeckt wirklich sehr gut. Ich muss dazu natürlich sagen, das ist jetzt die erste. Das heißt, ich kann es jetzt noch nicht wirklich vergleichen. Weil es kommen ja noch 4 weitere, ne? Es wird sowieso spaßig, ob ich heute alles so schaffe. Currywurst übrigens immer ohne Darm. Ganz wichtig, ohne Darm. Aber ja, ist eine sehr schön fruchtige Currysoße. Oder Tomatensoße mit Currypulver praktisch. Schmeckt wirklich sehr angenehm. Ist gar nicht zu süß oder zu schwer sozusagen. Und auch die Currywurst schmeckt nicht so fettig, ölig oder so. Insgesamt wirklich sehr, sehr gut. So, mal Pommes probieren. Leicht crunchy und innen schön weich. So müssen Pommes sein. Sehr gut. Gibt nichts auszusetzen. Und ich bin sehr gespannt, wie das nachher mit den anderen ist. Ob man da wirklich auch einen großen Unterschied schmeckt. Ich versuche zumindest auch bei jedem Imbiss auch immer eine kleine Portion Pommes dazu zu bestellen, dass man auch die Currywurst mit Pommes immer miteinander vergleichen kann. Also, erste war schon mal ein voller Erfolg, würde ich sagen. Ich esse die jetzt in Ruhe auf und dann gehst du zur zweiten. So, auf dem Weg zu Spot 2, der da lautet Curry 36. Und ja, der ist wahrscheinlich extrem überhyped, weil hier auch direkt neben Mustafas Gemüsekebab und so ganz viele Touristen und es kann nicht gut sein. Ja, kann sein, aber ich finde, trotzdem ist das auch irgendwie eine Instanz sozusagen hier in Berlin und deswegen muss das einfach dazu. So, liebe Leute, also ich habe jetzt ohne Pommes genommen, weil ich habe mir auf dem Weg hierher doch nochmal überlegt. Ich glaube, es ist einfach nicht so sinnvoll, jedes Mal auch noch Pommes zu essen, weil dann schaffe ich auch die Currywurst nicht. Deswegen gibt es heute nur eine klassische Currywurst. Ohne Darm natürlich, versteht sich von alleine. Und ich bin mal gespannt. Ich hatte die jetzt von Curry 36 auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Ja, man kann sagen, was man will, aber die ist auch gut. Und so, wenn ich mich zurückerinnere an die erste Currywurst, schmeckt es schon relativ ähnlich sogar. Ja. Auch eine sehr feine Currywurst, eine sehr fruchtige Tomatensoße. Nicht zu fettig, nicht zu ölig. Die Frage, die sich da auch immer stellt, ist, kann man da so viel falsch machen? Das Einzige, womit man vielleicht spielen kann, ist mit der Soße, mit der Schärfe natürlich. Aber die hier ist auf jeden Fall auch eine absolut solide Currywurst. Übrigens, heute ist der 23.12. Morgen ist Weihnachten, ja. Das heißt, ich bereite mich hier kulinarisch schon mal auf ein wunderbares Weihnachtsessen vor. Ess die jetzt entspannt auf und dann geht's auch schon weiter zu der dritten Currywurst. Mensch, das geht ja hier wie am Schnürchen, sag ich mal, ne? Zum Wohle und bis gleich. Currywurst aufgegessen und mir ist aufgefallen, wo ist es? Da? An der Ecke, Mehringdamm, für alle, die aus Berlin kommen. Dort macht demnächst ein neuer Bürgermeister auf. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was haltet ihr von Bürgermeister? Es gibt ja mittlerweile irgendwie 8, 9 Filialen, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Menge. Und die Frage ist ja immer so, kann sich die Qualität wirklich halten, wenn du da so viele Filialen aufmachst? Aber das gilt es dann bei einem anderen Video herauszufinden, selbstverständlich. Und jetzt geht's weiter, wie gesagt, zur nächsten Currywurst. So, Currywurst Nummer 3. Ich hoffe, man versteht mich hier einigermaßen gut. Es ist hier unter der U-Bahn direkt Eberswalder Straße, nämlich Konopkes, die es seit 1930 gibt. Sagenhafte 90, über 90 Jahre und somit auch eine absolute Instanz natürlich. Deswegen gehört es sich absolut hierher zu kommen. Und so sieht das Ganze aus. Das Erste, was mir sofort auffällt, ist, dass die Soße viel, ich nenne es mal, geliger ist sozusagen. Also gar nicht so, wie passierte Tomaten aussehen im Endeffekt. Deswegen ist es schon mal ein erster optischer Unterschied. Und wie das Ganze geschmacklich ist, checke ich jetzt mal. Okay, das erste Mal, dass man jetzt auch einen absoluten Unterschied schmeckt. Der erste Unterschied ist auf jeden Fall, hier gibt es keine Auswahl zwischen mit Darm, ohne Darm, sondern es ist immer mit Darm. Nee, könnte auch ohne sein. Oder? Es hat sich, glaube ich, nur die äußere Haut sozusagen ein bisschen gelöst. Aber geschmacklich viel süßer als die anderen beiden. Außen ist es ein bisschen trockener. Man sieht es hier vielleicht so ein bisschen.
kann sein, dass die Wurst schon ein bisschen länger liegt oder so. Aber die anderen beiden waren auf jeden Fall ein Tick besser. Ich persönlich mag auch diese gelige Currywurstsoße nicht so sehr wie die anderen beiden. Aber da ist ja auch jeder ein bisschen anders, ne? Und das ist ja auch gut so, ne? Dass jeder so seinen eigenen Geschmack hat. Und ich sag mal, nicht umsonst gibt es Knoppkes schon seit 90 Jahren. Also es muss ja irgendwas, müssen sie ja richtig machen. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir auch, dass ich wieder keine Pommes habe. Übrigens schon mal so als kleine Sneak Peek. Bei dem Imbiss, wo wir zum Schluss hingehen, gibt es auch eine kleine, ich sag mal, Besonderheit. Aber ja, jedenfalls esse ich das jetzt erstmal auf und dann geht's auch schon wieder weiter. So, ich sag euch, wie es ist übertrieben voll hier. Ich habe mich jetzt einfach auf die Mittelinsel gestellt und genieße hier einfach mitten im Trubel in Berlin-Wedding die Currywurst von Curry Baude. Auch eine Instanz, wie es sich gehört, mit einem absolut unschlagbaren Preis, nämlich 2 Euro für die Currywurst. Hier konnte ich wieder wählen, mit oder ohne Darm, ihr wisst, ohne Darm. Und so sieht die aus und ich würde sagen, rein damit. Sehr gut, also vor allem finde ich, schmeckt man Curry relativ stark raus. Also es schmeckt auch sehr angenehm gut, stark nach Curry sozusagen. Und wieder die richtig schön leckere, etwas sämige Tomatensoße dazu. Wieder eine Currywurst, genau nach meinem Geschmack. Da gibt es wirklich nichts auszusetzen. Also genauso wie die ersten beiden, wirklich sehr, sehr gut. Und auch hinter mir hat jemand bestellt, der von dem Inhaber mit dem Namen angesprochen wurde. Also hier gibt es anscheinend Leute, die wirklich absolut regelmäßig herkommen, was ich voll verstehen kann. Einerseits, was den Geschmack angeht und für den Preis. Für 2 Euro eine Currywurst in Berlin ist schon eine Ansage, muss ich sagen. Und mehr gibt's mal wieder nicht zu sagen. Ich hoffe, es ist okay für euch, weil es ist hier heute mal eine richtig schnelle Tour sozusagen. Ja, deswegen heißt es für mich wieder ab ins Auto und weiter geht's zum letzten Spot. Ich habe gesagt, da gibt's eine Überraschung. Also seid gespannt. So, es ist soweit. Die 5. und letzte Currywurst für heute. Ich bin schon ein bisschen satt, aber ich freue mich jetzt ganz besonders auf diese Currywurst, weil hier gibt es 10 verschiedene Schärfe gerade. Ich esse an sich gerne scharf, habe aber gut Respekt auf jeden Fall davor, weil die ich mir jetzt ausgesucht habe mit Stufe 5, hat 250.000 Scoville. Ich habe keinen Vergleich, aber klingt viel. Ich glaube, Tabasco hat 8.000 oder so, irgendwie so in dem Dreh. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich es extra jetzt so angesagt, dass eine Hälfte normal ist und die andere Hälfte mit dieser Stufe 5 scharfen Soße. Schon mal vorweg würde ich sagen, sieht das insgesamt richtig gut aus. Auch die Currysoße, die hat eine richtig schöne dunkelrote Farbe. Das gefällt mir an sich sehr gut und die hat auch diese Sämigkeit, die ich immer so besonders liebe. Deswegen erstmal ohne scharfe Soße. Geil, richtig gut. Ich rieche schon die scharfe Soße von der anderen Seite. Aber die ist wirklich sehr gut. Hat eine richtig schöne fruchtige Süße. Auch das Currypulver insgesamt dazu, das passt richtig gut, weil es das Fruchtige noch so ein bisschen unterstützt. Und die Currywurst ist richtig schön sanft. Also die ist so schön weich und definitiv gerade frisch gemacht, weil hier ist nichts trocken oder so. Und 2,50, absolut in Ordnung. So, ich glaube, die kommen langsam in die scharfe Richtung. Und ich habe komplett alles irgendwie so halb miteinander vermischt. Naja, gucken wir mal. Ich nehme jetzt hier das eine Stück, was komplett voll mit der scharfen Soße ist. Wünscht mir Glück. So. Ist scharf, aber geht. Hatte ein bisschen mehr Angst, aber ist in Ordnung. Kann man machen. Ich glaube, ich bestelle mir gleich noch eine und nehme mal Stufe 7 oder so. Ich komme hier nicht so oft her, also mache ich es einfach. Also Stufe 5 geht voll klar. Man hat ja manchmal so, dass man die scharfe Soße im Mund hat und weiß, Alter, gleich kann alles passieren, wenn man es herunterschluckt, dann wird es ja immer richtig schlimm. Aber das ging. Ich hole mir noch eine andere Stufe. Ich hatte eben Stufe 5. Ich würde einmal gerne noch eine ohne Darm nehmen mit Stufe 7, bitte. Die kann komplett diesmal sein. Ja, gerne. Danke. So, das sieht jetzt auf jeden Fall ernster aus, würde ich sagen. Aber, ja, das riecht gut scharf. Stufe 7. Ich habe jetzt noch nicht geguckt oder vergessen, wie viel Scoville das sind. Aber du, einfach rein in die Masse, würde ich sagen, ne? Übrigens, vielen Dank für den Tipp. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gute Currywurst. Also danke euch und auf euch in dem Sinne. Es geht langsam los. Schwierig ist es auch immer deswegen, wenn es dann einerseits scharf ist, aber auch die Wurst heiß. Dann ist es natürlich irgendwie so eine Doppelbelastung, nenne ich es mal. Ja. Aber auch das, muss ich sagen, geht. Also, mit jedem weiteren Bissen wird es besser. Die Schärfe selbst ist eine richtig angenehme,
angenehm ist relativ, aber so eine gute, fruchtige Schärfe auch. Mein Magen wird sehr warm gerade, merke ich. Und meine Nase läuft. Aber auch ein geiles Konzept, muss ich sagen. So Stufe 1 bis 10. Letztes Stück. Ich merke, jetzt wird es doch ganz schön hart. Ich habe mich nur verschluckt gerade. Das war nicht, weil es scharf ist. So, letzte. Und dann wird es auch Zeit für ein kleines Fazit, würde ich sagen, zum Thema Currywurst hier in Berlin. Ey, hier ist schon wieder die Hölle los. Kaum steht man irgendwie 2 Sekunden an einer Ampel, die gerade grün geworden ist, wird hier Dauer gehupt. Willkommen in Berlin. Alter, so scharf. Jetzt brennt es mir doch wirklich alles weggefühlt. Puh. Okay, also ich muss sagen, Schärfegrad 7, Memo an mich selbst, ist noch der Schärfegrad, der wirklich an der Grenze ist. Ich würde sagen, erstmal ab ins Auto, ab zu etwas ruhigerem, zu einem ruhigeren Ort. So, meine lieben Leute, also, Punkt 1, meine Lippen brennen des Todes, ja, das merke ich jetzt erst und wahrscheinlich merke ich morgen noch viel mehr. Aber, ja, das dazu, Punkt 2, insgesamt war es alles wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das Einzige ist, und das ist wirklich auch nur das Einzige, was mir jetzt so einfällt, wenn ich darüber nachdenke, bei Konopkis hat mir einfach die Wurst nicht so gefallen, die war ein bisschen trocken und auch die Soße selbst war nicht ganz so meins, aber da ist ja auch jeder anders, ne? Also manche mögen das, manche mögen die andere Soße mehr. Das ist ja das Gute daran, dass es so viel Auswahl gibt, für jeden ist was dabei. Und ich glaube, bei allen Läden findet man auf jeden Fall eine Currywurst, die einen absolut zufriedenstellt, wenn nicht sogar noch darüber hinaus, die wirklich auch ja, sehr, sehr lecker waren. Ja, deswegen gibt es auch kein wirkliches 1 bis 5 Ranking, würde ich sagen, weil es doch schon irgendwie relativ vergleichbar ist. Das war's, ja, das war die Currywurst-Tour. Auf jeden Fall vielen Dank an euch und wir sehen uns dann demnächst oder in den Kommentaren. Also bis dahin, macht's gut, bleibt hungrig, ja, und tschüss.